Guten Tag, mein Name ist Klaus Hebold und ich leite zusammen mit meinem Kollegen Thomas Giel die Forum Klinik in Köln. Ich möchte Ihnen in diesem Video etwas erzählen über die Nachbehandlung nach Nasenoperationen in unserer Klinik. Die erste Frage, die Patienten bei der Beratung immer stellen, ist: Benutzen Sie Tamponaden? Nein, wir benutzen keine Tamponaden. Wir benutzen weiche Silikonfolien wie diese, die so in die Nase eingelegt werden, dass sie die Nasenscheidewand, hier durch diesen gelben Strich symbolisiert, gut schienen und sie über die eingelegten Folien auch Luft holen können. Hier, Sie sehen diesen kleinen Kanal, der dient dazu, um Luft zu holen. Und das funktioniert am besten, wenn Sie auch die Nase ordentlich pflegen. Das tun Sie am besten, indem Sie mit dem Daumen flach ein Nasenloch zuhalten und über das andere Nasenloch kräftig Luft ansaugen, sogenanntes Hochziehen. Und zusätzlich können Sie dann auch Meersalzspray hier reinsprühen, um die Kanäle richtig frei zu halten. Zu diesem Hochziehen würde ich Ihnen gerne auch noch was erzählen. Hier in diesem Röntgenbild eines Schädels sehen Sie eingezeichnet in rosa die Nasenhaupthöhle, in grün die Nebenhöhlen, hier die Kieferhöhle und die Stirnhöhle. Und die Nebenhöhlen sind mit der Haupthöhle über kleine Verbindungsgänge verbunden. Und wenn Sie jetzt die Nase schneuzen, erzeugen Sie in der Haupthöhle einen Überdruck und drücken mit diesem Überdruck den ganzen Dreck aus der Nasenhaupthöhle in Ihre Nebenhöhlen hinein. Im Gegensatz dazu, das Hochziehen reinigt Ihre Nebenhöhlen. Beim Hochziehen saugen Sie praktisch den Dreck aus den Nebenhöhlen in die Haupthöhle, wo Sie ihn dann entweder ausspucken oder runterschlucken können. Also Hochziehen ist immer gut, nicht nur nach Nasenoperationen. Diese kleinen Folien entfernen wir typischerweise nach 8 Tagen, wenn sie besonders stören. Das kann mal vorkommen, dass sie als unangenehm empfunden werden, dass man so Gefühl hat wie Zahnschmerzen oder einen Druck im Stirnbereich. Dann kann man sie auch nach 3 oder 4 Tagen herausnehmen. Wenn die Folien entfernt sind und erst dann benutzen Sie das ein Medikament enthaltende Nasengel, was Sie von uns mitbekommen, so wenig wie möglich und maximal eine Woche. So viel Sie wollen und mehrfach täglich, völlig unbedenklich, ist Meersalzspray und Nasensalbe, eine weiche Bepanthen-Nasensalbe. Was Patienten auch manchmal beunruhigt, ist die Position der Nase unmittelbar nach OP am 1. und 2. Tag. Da schwillt diese Region im Bereich der Oberlippe an und drückt praktisch die Nase ein bisschen nach oben, sodass man den Eindruck hat, die Nasenspitze wäre zu hoch. Und Patienten fürchten zu Recht nichts mehr als eine sogenannte Schweinsnase. Man braucht da keine Angst haben. Innerhalb von einer Woche hat sich das normalisiert. Nun, zum Zeitpunkt der Entfernung von unserer Aluschiene, wir behandeln alle Patienten mit dieser Art Aluschiene nach, zu dem Zeitpunkt der Entfernung der Aluschiene ist der Winkel in Ordnung. Hier möchte ich Ihnen einmal zeigen, wie Sie sich fühlen. Am OP-Tag, erstaunlicherweise, fühlen Sie sich recht gut. Da sind Sie ein bisschen gedopt von den Medikamenten, die wir Ihnen geben. Und am nächsten Tag haben Sie so eine Art Katerstimmung. Und das bessert sich dann über die ersten Tage ganz langsam. Oft ist, wenn man die Folien entfernt, ein deutlicher Sprung drin und Sie fühlen sich besser. Und am Tag 4, 5, 6 und 7 geht es Ihnen zunehmend besser. Und am 7. oder 8. Tag wird alles entfernt. Die Fädchen am Nasensteg, die Aluminiumschiene. Und wenn sie nicht vorher entfernt worden sind, auch die Folien in der Nase. Nachdem die Aluminiumschiene entfernt ist, tapen wir die Nase mit einem hautfarbenen Tape. Das lassen Sie einfach 3, 4 Tage drauf und können es dann selbst abmachen. Dann können Sie auch tagsüber die Nase schminken. Am besten hierzu ein mineralischer Puder, der so dieses leicht fettig glänzige von der Nase nimmt. Und dann geben wir Ihnen zur Nachbehandlung ein Tape mit von 3M Blenderm, der ist durchsichtig und elastisch und damit können Sie die Nase nachts tapen, wie hier gezeigt. Hier habe ich das mal grafisch symbolisiert. Der rote ist der wichtigste Tape, weil der direkt oberhalb der Nasenspitze liegt. Die Nasenspitze bleibt frei und die blauen Tapes tapen den Nasenrücken. Der Nasenrücken schwillt schneller ab. Die Spitzenregion ist eigentlich die kritischste. Wir wollen unbedingt erreichen, dass die Nasenspitze auf Höhe oder leicht oberhalb des Nasenrückens liegt, aber nicht umgekehrt, dass hier eine Schwellung ist oder verbleibt. Und dazu ist vor allen Dingen dieser Tape der wichtige. Ein Thema ist auch die Brille. Bitte keine Brille 6 Wochen lang. Wenn sie ganz unverzichtbar ist, sagen Sie uns das, dann können wir eine thermoplastische Schiene
für Sie anfertigen, die zwischen Brille und Nase liegt und dafür sorgt, dass da keine Druckstellen entstehen. Ein Thema, was mir persönlich sehr am Herzen liegt, bitte Vorsicht mit Selfies. Die Mobilkameras haben eine Optik mit einer sehr kurzen Brennweite, ca. 18 mm. Und die Nase, weil die in der Bildmitte ist, wirkt unnatürlich vergrößert. Das ist so eine Art Fischaugeneffekt. Nutzen Sie eine gute Kamera mit einer Brennweite von ca. 100 mm. Da haben Sie eine naturgetreue, gute Abbildung. Naturgemäß ist es so, dass man in der ersten Phase auch sehr kritisch sich die Nase anguckt. Bitte haben Sie Geduld, bis die Nase ausgeheilt ist, dauert es ein Jahr und dann stellt sich die Frage, ist alles in Ordnung. Wir kontrollieren nach 4 Wochen, da kann man sehen, muss man weiter tapen oder kann man aufhören zu tapen. Dann kontrollieren wir routinemäßig mindestens noch ein zweites Mal nach 10 Monaten und da stellt sich die Frage, ist alles top oder gibt es noch irgendetwas, was man verbessern kann, gibt es einen Grund für ein Feintuning. Das kann mal sein, ein etwas nachwachsender Knochen am Nasenrücken, den man mit einem kleinen Eingriff feilen kann, irgendwelche kleinen Asymmetrien. In der Regelfall sind die Nachkorrekturen kleine Operationen mit kurzer Auszeit. Selbstverständlich können Sie auch immer zwischendurch zu uns kommen, wann immer Sie das Bedürfnis dazu haben. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.